bin Iris und heute gibt es meine Neuzugänge für den Januar. Und ich war im Januar in der Berufsschule und deswegen auch nicht hier zu Hause. Ich war nur einmal einkaufen oder einmal Bücher shoppen. Und zwar in so einem Antiquariatsladen, in dem die Bücher sowieso ultra billig sind. Ich habe insgesamt 6,90 Euro für alle Bücher insgesamt ausgegeben. Zum einen sind die ersten zwei Teile einer Reihe bei mir eingezogen, die ich auch schon Ewigkeiten auf der Wunschliste habe. Und zwar Colors of Love und Colors of Love Entfesselt von Catherine Taylor. Bei diesen Büchern habe ich die Hoffnung, dass sie vielleicht auch in die Richtung Shades of Grey gehen könnten. Zumindest lässt der Klappentext das vermuten. Und ich meine jetzt nicht unbedingt von dem BDSM-Zeug, von der Erotik her, sondern eher von dem Emotionalen her. Ich fand bei Shades of Grey, da sind so viele Gefühle hochgekommen und es gab so viel Drama und ich liebe Drama und ich liebe große Gefühle in Büchern und deswegen hoffe ich, dass es in diesen Büchern auch so ist und die mich mitreißen werden. Und ja, deswegen habe ich sie mir gekauft, einfach weil ich so ein Gefühl hatte und wie gesagt, ich habe die schon Ewigkeiten auf der Wunschliste und ich probiere mich einfach durch in der Hoffnung, so viele tolle Bücher wie möglich zu lesen und deswegen sind auch diese zwei Bücher bei mir eingezogen. Noch dazu haben beide jeweils unter 2 Euro gekostet, deswegen mussten die auf jeden Fall mit. Dann habe ich in dem Laden ein Buch gesehen und ich bin so ausgerastet. Ich habe mich so gefreut, weil ich dieses Buch schon Ewigkeiten haben möchte. Und ich bestelle es immer und immer wieder. Und jedes Mal kommst du mit Leserillen und total zerlesen an. Und jedes Mal habe ich es wieder zurückschicken müssen. Und dann sehe ich es dort. Und es hat eine, wirklich eine minimale Leserille. Und mit der kann ich leben. Das Buch hat auch nicht viel gekostet, darüber bin ich auch sehr froh. Und ich dachte mir, ey, jetzt, ich möchte das Buch zu Hause haben und es kostet nicht viel. Es ist nur ein ganz, ganz kleiner Fehler und damit kann ich leben. Ich habe es auch schon gelesen und zwar Stepbrother Dearest von Penelope Ward. Und ich weiß nicht, ob man es sehen kann, aber die Leserinnen sind echt minimal. Damit kann ich wirklich leben. In der Geschichte geht es um Greta und sie zieht mit ihrer Mutter zu dem Freund ihrer Mutter und trifft dort auf Alec, ihren Stiefbruder, der nicht wirklich Bock auf sie hat, was im totalen Gegensatz zu dem steht, was sie eigentlich erwartet hat. Sie hat sich schon voll ausgemalt, wie das Ganze sein wird, was für tolle Sachen die dann alle zusammen machen werden als große ganze Familie. Und Alec zerstört diese Vorstellung vollkommen, weil er einfach überhaupt keinen Bock auf die hat und sich die meiste Zeit eigentlich verzieht. Und trotzdem schaffen die zwei es irgendwie, sich immer wieder über den Weg zu laufen und in sehr witzige Situationen rein zu geraten und dieses Buch ist wirklich sehr, sehr lustig. Es ist eine richtig tolle Liebesgeschichte und ich liebe dieses Buch und deswegen muss ich es einfach in meinem Regal haben, weil ich mir sicher bin, dass ich es nochmal lesen werde und ja, deswegen habe ich es mir jetzt geholt. Als ich dann weiter in den Buchladen gestöbert habe, bin ich auf ein Buch getroffen, von dem ich vorher noch nie was gehört habe und das mich irgendwie total angesprochen hat. Ja, ich zeige es euch mal. Es ist Ash von Melinda Low und das hat mich wirklich... Also allein das Cover, das finde ich schon ziemlich heftig. Sieht sehr cool aus, sehr mysteriös aus. Und auch der Klappentext, der hat mich dann sowas von gekriegt. Ja, ich hoffe, es wird so cool, wie es dort drin steht. In der Geschichte ist es so, dass Ash bei ihrer Stiefmutter aufwächst, weil ihr Vater gestorben ist und sie halt wirklich darunter zu leiden hat. So ein bisschen so Cinderella-Vibes kriege ich von dem Klappentext. Denn zum einen ist sie ziemlich oft in den Wäldern und versteckt sich dort ein bisschen, hofft eigentlich von Feen mitgenommen zu werden, die sie quasi entführen, was eigentlich ihren Tod bedeutet, aber letztendlich findet sie es, also die Vorstellung allein irgendwie besser als das, was sie zu Hause erwartet. Dann passiert etwas und zwar sucht der Prinz nach einer Frau. Und was da passiert, ich denke mal, es wird vielleicht eine Cinderella-Story sein und ich freue mich sehr darauf. Und wenn es das nicht ist, dann bin ich auf jeden Fall gespannt, was mich erwartet. Auf jeden Fall hat mich das super angesprochen und ich freue mich auf die Geschichte. Und das letzte Buch, das ich mitgenommen habe, habe ich hauptsächlich mitgenommen, weil es super, super günstig war und weil es eine Autorin ist, von der ich schon sehr viel gehört habe, von der ich selbst aber noch nie was gelesen habe, obwohl es mich echt interessieren würde, wie sie schreibt und ob bei ihr auch so viele Emotionen hochkommen wie bei anderen Autoren in dem Genre. Und zwar geht es um Trinity von Audrey Cullen. Verzehrende Leidenschaft. Audrey Cullen ist ja eher bekannt für ihre Kalenderreihe, aber irgendwie habe ich da so viel Schlechtes drüber gehört, dass ich es nicht lesen wollte. Und bei der Geschichte habe ich jetzt weniger gehört. Ja, wollte mich da einfach mal reinfallen lassen und schauen, was mich da so erwartet. In der Geschichte geht es um Jillian und sie hat eine ziemlich heftige Vergangenheit hinter sich. Sie wurde von ihrem Ehemann misshandelt und geschlagen, zumindest gehe ich mal davon aus.
ich weiß auch nicht mehr, als der Klappentext verrät, aber anscheinend kommt sie dann eben in so eine Organisation, beziehungsweise arbeitet dann auch bei dieser Organisation eben dafür, dass Frauen, die unter ja, so einer gewalttätigen Ehe zu leiden haben, eben Schutz bekommen und Hilfe bekommen. Und ja, dort lernt sie dann einen Typen kennen, obwohl sie eigentlich nichts mehr mit Typen zu tun haben möchte. Aber ja, was dann passiert, das möchte ich herausfinden und deswegen habe ich mir das Buch geholt. Und wie gesagt, ich bin sehr gespannt auf den Schreibstil von Audrey Cullen und freue mich auf die Geschichte und ja, hoffe vielleicht eine neue Autorin für mich zu entdecken. Das waren auch schon alle Bücher, die bei mir im Januar eingezogen sind. Gott sei Dank. Für meine Verhältnisse echt wenig. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir einen Daumen nach oben da und schreibt mir auf jeden Fall in die Kommentare, was ihr zu den Büchern zu sagen habt, die ich euch gerade gezeigt habe. Oder schreibt mir auch gerne in die Kommentare, welche Bücher bei euch im Januar eingezogen sind. Und ansonsten würde ich sagen, das war's von diesem Video.